Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. So, wie ich gerade gesehen habe, haben wir die erste Rechnung in unserem Briefkasten. Von 524 Simoleons. Ganz schön viel. Unser Till schläft noch. Beide haben noch Urlaub. Brauchst du irgendwas? Abgeschlossen, abgeschlossen. Das können wir ja mal anpinnen. Sie ist ja eh immer fleißig am Malen. So, Rechnung ist bezahlt. Dann kann sie etwas essen, denn sie scheint wieder ein bisschen Hunger zu haben. Ah, hier gibt es auch Brunch. Ach, sie geht schon von alleine an den Kühlschrank und holt sich ein Gericht. Hier steht noch der Orangensaft von Till Lutz. Ach, sie fotografiert immer ihr Essen. Schade, dass man mit dem Handy nicht so einen Blocken machen kann. Das konnte man bei Sims 3 ja machen. Aber hier scheint das nicht zu gehen. Nee. Telefon leise stellen. Notizbuch öffnen. Hier gibt es sogar einen Akku. So, unser Till dürfte eigentlich auch gleich aufstehen. Die alte Schlafmütze. Und noch ein Foto vom Essen. Ich habe hier immer noch keine Alarmanlage, also Feuermelder gesehen in unserer Küche. Nicht, dass es hier mal brennt und keine Feuerwehr kommt. Das wäre dann etwas blöd. Unser Till steht auf. Ja, aber er steht einfach nur so rum. Zu Georand schicken. Georand wegen Probe anrufen. Okay. Er wünscht sich ja noch Sarah küssen, dann könnten wir das eigentlich mal machen. Romantik. Einen Kuss hauchen. Wange küssen. Ach hier, küssen. Die zwei frisch Verliebten. Jemanden umarmen. Das können wir ja sicherlich auch machen. Nee. Ist das vielleicht unfreundlich? Auch nicht. Das ist komisch. Wir können die Sarah leider nicht umarmen. Ah, da trinkt sie ein Glas Orangensaft, obwohl hier noch einer steht. Na, sie kann ja dann das mal aufräumen. Ach, jetzt räumst du das eine weg und ihr stellst sie hin. So, sie hatte sich ja hier. Was war hier noch?
Dann wollen wir. Ach, hier haben wir ja noch ein Bild. Das können wir erstmal ins Inventar platzieren. So, was sollten wir mal? So, da malen wir auch ein großes Gemälde. Unser Till badet noch fleißig. Aber der hat dann danach Hunger. Oh, ich drücke jedes Mal aus Versehen auf den Schrank, weil der aussieht wie ein Kühlschrank. Verdorbenes Essen aussortieren. Schon wieder etwas schlecht. Aber was ist denn schlecht? Also die Gummibärchenpfannkuchen waren anscheinend schlecht. Sie schwingt fleißig ihren Pinsel und malt ein Haus oder einen Pilz mit Gesicht und träumt dabei ans große Geld. Da bin ich immer gespannt, ob das Bild auch wirklich das große Geld bringt. So, mal gucken, ob unser Bad sauber ist, nicht, dass wieder was kaputt ist oder so. Aber er könnte ja dann mal überragende Spülung hinzufügen. Er kann dann nämlich mal die Toilette verbessern. Ein Foto mit Till machen. Das könnten wir dann auch noch später machen. Ach, sie hat es fertig. Na, das war jetzt nicht so viel wert. Inventar. So, dann wollte ich mal gucken, ob wir hier jetzt kleine Beete anbauen können. Oder beziehungsweise hier vorne können wir die anbauen. Da muss ich aber erstmal gucken, ob es so kleine Mini-Zäune gibt. Das sind die bestimmt nicht. Nee. Aber drüben gab es doch auch so kleine Mini-Zäune. Hier drüben. Ach, da können wir gerade nicht gucken, weil wir im Baumodus sind. Treppen? Nee, das muss schon unter Zäune sein. Das verstehe ich nicht. Oder wir nehmen solche Zäune. Aber die sehen ja auch nicht wirklich danach aus. Das ist doch alles komisch. Megazaun, der ist bestimmt übelst groß. Ja. Wir brauchen eigentlich nur so einen ganz kleinen Zaun. So Holzpalisaden oder sowas in der Art. Holzplattenzaun. Oh, nee, nee, nee. Der ist viel zu groß. Also ich muss mir die jetzt nochmal hier drüben angucken, wie die aussehen. Hier sind sie doch. Aber das sind doch auch nur kleine Holzzäune. Oder ist das vielleicht bei Objekten dabei? Dass es da extra so vorgefertigte Objekte gibt? Da haben wir es doch. Dann nehmen wir hellbraun. Und dann machen wir hier einen hin. Und hier einen hin. Und hier einen hin. Ach, die müssen wir erst in den Inventar ziehen.
Und dann Samenpaket öffnen. Da haben wir Pilze, Karotten und Spinat. Ach, wir müssen das erst rausziehen. Pflanzen. Bin ich ja mal gespannt. Können wir nämlich unsere kleinen Beete hier schon mal machen. Und das können wir ja dann auch verkaufen, wenn wir nicht alles essen. So, hier können wir noch unsere Karotte pflanzen. Jetzt haben wir die Gartenfähigkeit erworben. Ach, sie geht jetzt von hinten dran. Ah nee, sie kommt überhaupt nicht dran. Ach, das ist natürlich blöd. Dann tun wir das erstmal hier hin. Pflanzen. Dann müssen wir die Dinge eins auseinander machen, weil dann kann sie hier dazwischen. Oder so, mal sehen, ob das so funktioniert. Ziehen wir mal den Pilz hier hinten hin und pflanzen. Und den anderen Pilz machen wir hier vorne hin. Und auch pflanzen. Und dann können wir das andere Samenpaket schon mal hier reinziehen. Und Samenpaket öffnen. Ach, da kommt sie dran. Okay, dann hockt sie zwar halb in dem Beet, aber das ist ja egal. So, was haben wir hier? Weintrauben, Bananen und Äpfel. Also den Apfelbaum, den würde ich dann nicht ins Beet bauen. Ich würde sagen, ein Apfelbaum reicht. Und pflanzen. Das eine Beet, das müssen wir noch mal ein bisschen verrücken. So. Genau, perfekt. So, die Bananen. Die Bananen müssen wir wohl genau in der Mitte. Na gut. Oh nein, wir wollen keine Samen kaufen. Wir wollen die Bananen pflanzen. Und die Weintrauben wollen wir auch pflanzen. Und dann machen wir hier auch noch eine hin. Pflanzen. Später können wir ja dann auch hier Samenpakete für Fortgeschrittene und für Profis kaufen. Aber jetzt am Anfang geht es ja nicht anders da. So, den einen Apfel, den kann so eigentlich Apfel essen. Dann futter mal deinen Apfel. Was macht unser Till? Der guckt Fernsehen. Oh, unsere Spinatpflanze ist schon gewachsen. Bewässern. Müssen wir das bei jeder einzelnen andrücken? Oh, da hat schon das nächste gleich nach oben geschossen. Die Karottenpflanze. Jetzt haben wir hier natürlich eine Pfütze. Aufwischen. Nur ein überordentlicher Freak würde versuchen, eine Pfütze auf natürlichem Boden aufzuwischen. Sind wir nicht alle ein bisschen Freak? Sind unsere Beete nicht hübsch? So, dann kann sie die Bananen auch gleich bewässern. Und oh, die haben wir noch gar nicht gepflanzt. Und auch bewässern. Und den Apfelbaum. Ach, Warteschleife ist wieder voll.
Also sie gießt alles alleine. Jetzt habe ich hier ganz oft Gießen drinne. Aber wenn man einmal Gießen andrückt, dann gießt sie anscheinend den ganzen Garten gleich komplett. Und sie singt fröhlich. Dann machen wir das andere Gießen jetzt mal alles raus. Weil sonst gießt sie hier nochmal alles. Das wäre Schwachsinn. Wir müssen dann nachher nur nochmal die gepflanzten Weintrauben bewässern und das war's dann. Aber da kommt sie irgendwie nicht hin. Wieso kommt sie da schon wieder nicht hin? Das verstehe ich nicht. So, jetzt haben wir es noch ein kleines Stückchen nach rechts gemacht. Mal sehen, ob sie jetzt dran kommt. Ja, jetzt kommt sie dran. Prima. So, dann kann sie. Ach, das kann man noch nicht be doch bewässern. Ich denke mal, wenn ein Unkraut dran ist, dann müssen wir das dann auch später jäten. So, und alles, was wir nicht selber essen können, können wir ja dann verkaufen. So, dann kann unsere Sarah gleich mal baden gehen. Unser Till weiß nicht wirklich, was anzufangen, aber er kann ja mal ein bisschen joggen gehen. Energiesaft trinken. Energiegeladen joggen. Das hat er sich sowieso gewünscht, joggen gehen. Dürfte man ja jetzt auch schon einige Punkte haben. 910. Und bei ihr 400 noch was. Dann können wir ja bei ihnen schon mal gucken, ob es irgendwas für Sportler gibt oder so. Dass man das vielleicht kaufen können. Hier, Sportskanone. Beim Trainieren erfüllen Sportskanonen das Spaßbedürfnis. Dann würde ich sagen, kauf mal das für ihn. Perfekt. Können wir ja gucken, was. Also das haben wir jetzt schon. Können wir ja schon mal gucken, was wir danach vielleicht kaufen könnten. Herd- und Profi-Grill. Kostenlose Dienste, das ist auch nicht schlecht. Alle einmalig angeforderten Dienste sind kostenlos. Also das müssen wir auf jeden Fall für die Sarah kaufen, damit sie die höhere Wahrscheinlichkeit hat auf Meisterwerke. Weil die bringen uns ja dann im Endeffekt mehr Geld ein. So, dann haben wir gerade was gekauft und hat er schon wieder die nächsten 50 bekommen. Das können wir auch gleich anpinnen, weil das wird er sowieso irgendwann erreichen. Ich wollte dann eigentlich mal hier wegen Probe anrufen. Mal sehen, was das bringt. Wir können ihn natürlich auch nachher wieder neue Steine suchen lassen. Weil hier stehen ja schon wieder welche rum. Graben. Ach, das war nichts zum Ernten. Na, hier ist wieder so ein nach Frösche suchen. Und hier können wir wieder was ernten. Hier ist noch ein Stein. So, hier unten in unserem Garten, also was heißt unserem Garten? Gemeinschaftsgarten von der ganzen Stadt. Da können wir auch gleich mal abernten. Da ist bestimmt gleich wieder die Leiste voll. Komisch, dass man hier kein Unkraut rupfen kann. Leiste voll. Aber jetzt ist ja gerade eins weggegangen. Nee, doch nicht. Okay, dann müssen wir kurz warten, bis er mit Frösche suchen fertig ist. Dann können wir das noch mit reinmachen. Eine mysteriöse Zeitkapsel. Eine Schatzkarte.
Da bin ich mal gespannt, was die Schatzkarte bringt. In Welt platzieren. Die legen wir uns dann nachher mal hin und gucken mal, was die macht. Oder was wir damit machen können. Wir haben ja auch noch ein paar Tuning-Teile. Da können wir dann eigentlich noch Zeug analysieren. Nicht analysieren, verbessern. Unser Tim hat gerade einen Diamant gefunden. Wow. Cool. So, was macht unsere Sarah? Ach, die tippelt schon wieder mit dem Handy. Okay. Hat die irgendwelche Bedürfnisse? Nee, sie will nur ein bisschen Fernsehen gucken. Dann lassen wir sie auch mal ein bisschen Fernsehen gucken. Schon wieder ein Ei. Also wie viele Eier man hier findet, das ist doch unnormal. Hoppala. Na, wieso kann ich das nicht verkaufen, die Rosen? Levelaufstieg der Gartenarbeit 2. So, und damit ist die Folge auch schon wieder rum. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und denkt dran, immer schön Daumen nach oben bei den Videos und über Abonnenten würde ich mich auch sehr freuen. Und bis dahin zum nächsten Mal. Tschüss!